Ahoi, meine lieben Freunde, herzlich willkommen zu einer weiteren Nebenmission. Ja, ich habe ja gesagt, ich gehe eigentlich zur Loge, aber ich habe gesehen, wie voll mein Rohstoffbeutel war. Und da habe ich gedacht, okay, suchen wir doch mal einen Händler auf, verkaufe ich mal ein bisschen was. Und jetzt gibt es hier schon wieder eine Nebenmission. Anscheinend gibt es die in jedem extra Lager, in jedem Haus nochmal. Das heißt zum Beispiel an manchen Sachen, wo ich noch nicht war. Hier zum Beispiel. Ach so, nee, abgeschlossen, gut. Egal, in jedem Lager gibt es da nochmal anscheinend Ich war die eine mit dem Nebenmission. Sonnenpriester, der sich in eine Die werde Händlerstochter ich machen, verliebt, wenn ich fiel rein hin. zufällig dran vorbeilaufe, sage ich mal so. Und ansonsten werde ich mich da nicht so sehr drauf stürzen. Aber wisst ihr was? Ich kann ja jetzt hier auch mal so ein paar Zünder verkaufen, weil die Dinger habe ich en masse. So, aber hauptsächlich ging es mir aber um andere Sachen. Wir hatten hier Wächterlinse, sage ich mal so. Habe ich ja auch ohne Ende, brauche ich jetzt nicht so sehr, nimmt einfach nur Platz weg. Bullrückenherz und sowas, das würde ich schon gern mal behalten. Das ist jetzt nichts, was man so ohne Ende bekommt. Schlackenglas, weiß ich jetzt nicht, wie viel ich da brauche normalerweise. Wüstenglas haben wir ja anscheinend auch zu viel. Ich mache das jetzt, verkaufe das jetzt alles nur, damit ich mal hier ein paar Scherben noch loswerde. Ich glaube, Waschbärknochen, die habe ich nie gebraucht, wirklich. Truthahnknochen auch nie so richtig. Ich verstehe es nicht so ganz. Die waren eigentlich für irgendwas für den Rohstoffbeutel gedacht, aber na gut. Die trage ich jetzt schon ewig mit mir rum, also anscheinend brauche ich die ja wohl doch nicht so sehr. Verkauf gegen Scherben, das ist immer schön, wenn mir das angezeigt wird. Da kann ich das einfach getrost wegballern, ohne lang darüber nachzudenken. Truthahnhaut könnte ich vielleicht schon eher gebrauchen. Und diese ganzen Linsen und so, da weiß ich nie so ganz, wann brauche ich die nun. Das ist ja eigentlich für den Händler halt nun mal da. Komm, scheiß drauf, Kaninchenknochen, weg damit. So. Modifikation, ich habe so viel Scheiße hier. Das ist einfach unglaublich. Hier, alle, die nur eine Fähigkeit haben, die können grundsätzlich erstmal weg. Das kann, glaube ich, auch noch eins. Da habe ich zwei von. Ja. Wow. Das ist gut, ne? So. Dann gucke ich doch gleich mal, ob ich das irgendwie anlegen kann. Fernkraftschutz, Verderbnisschutz. Das überlappe ich jetzt einfach mal. Zack, das bringt nämlich sehr viel. Ich Ich trage auch würde immer noch gerne mal dasselbe einen Outfit. Ich fairen bin ganz Trade zufrieden finden. mit dem. Endlich mal ein Mann, der Das gibt weiß, von wie man das allen Leben etwas. genießt. Und da muss ich mir jetzt nicht keine großen Gedanken nochmal drüber machen. Gesundheit und tragfähiges Eis. Ja, ich speichere nochmal kurz. Und dann nehme ich die nächsten Nebenmissionen noch an. Ich gehe dann aber trotzdem zur Loge und zum Banuk-Lager. Das ist eigentlich so der Plan. Ich möchte die jetzt bloß hier erstmal annehmen. Kleine Maid, ich bin Gera. Ich betreibe diesen geselligen Ort. Schön, was du draus gemacht hast. Hast du was auf dem Herzen? Bei Öffnung der Kaja-Festung erfuhr ich, dass mein Mann mich gesucht hatte. Doch nur die Nachricht erreichte die Festung. Er nicht. Du hast einen Mann? Kendert, hab ihn beim Armdrücken gewonnen. Ich ließ ihn zurück, als ich das Anrecht verließ. Ein paar Metallverkäufer sind ihm an der Brücke am Blendbruch begegnet. Und wie du so auf dem Wind gleitest, kleine Maid. Falls ich dort vorbeikomme, suche ich ihn. Aber willst du, dass er dich findet? Kennst du das, wenn man morgens aufwacht und einem alle Antworten fehlen? Trotzdem gehe ich jetzt zur Festung, um Vorräte zu holen. Viel Glück auf deinen Reisen. Manchmal hatte man das Gefühl, Ersa war das Band, Ja, das aus. auf alte Freundschaft, okay. Begib dich zur Brücke an Blendbruch. Mal gucken, wo das ist. Ah, nee, das ist wieder ganz, das ist ganz woanders. Das deckt sich auch nicht mit meinen anderen Neben- und Hauptmissionen. Aber im Grunde genommen würde ich da schon fast vorbeikommen.
Ach Leute, ich glaube nach der Loge und dem Banuk-Lager mache ich dann hier mal diesen Langhals noch und dann die Mission. Das klingt jetzt gar nicht so schlecht, die Idee. Aber erstmal hier, nee, Aufträge. Ach so, das ist auch ein Auftrag. Ich habe den Unterschied noch nicht verstanden zwischen Auftrag und Nebenmission. Ich glaube, ein Auftrag ist einfach nur ein bisschen kürzer. Das ist jetzt nichts Verstricktes, sondern Auftrag ist einfach nur, finde den, töte das. Und Nebenmission ist halt noch so eine kleine Handlung mit reingebastelt. So stelle ich mir das jetzt vor. Ja. Und Hauptmission ist halt das, was ich immer weiter stricke dann. Ne? Ist ja klar. Bisschen komisch, dass wir immer mehrere Hauptmissionen verfolgen. Das war, glaube ich, auch in The Witcher schon so. Ich glaube, in Skyrim war das auch schon so. Da hatte man schon immer gleich mehrere Hauptmissionen, die man immer verfolgt hat. Hier darf ich nicht angreifen, oder wie? Das Schießen spare ich mir für das Jagdgebiet auf. Ach so, das ist im Prinzip schon das Jagdgebiet. Hier wäre auch ein Händler gewesen, okay. Oder, Hier, da unten ist übrigens noch ein Bullrücken. Was ist denn jetzt? Taltreff-Jagdgebiet. Findet den Jagdgebiet Hüter. Nee, ich möchte aber noch ein bisschen weiter. Hä? Das ist das Taltreff-Jagdgebiet im Prinzip. Das geht hier los im Prinzip. Das ist das Tal. Und hier ist quasi dann der Hüter oder weiß ich nicht. Das wurde mir dann nur noch mal als Gebiet quasi angezeigt. Okay. Ja, wollt ihr mich verarschen? Den muss ich jetzt suchen, oder wie? Ha. Oh, wow. Sieht doch auch schön aus. Ich kann so bestimmt auch Maschinen wie dich überbrücken, wenn ich die richtige Brutstätte finde. Ach so, den Bullrücken kann ich noch nicht. Okay. Bestehe 3 Prüfungen. Ja, aber... welche denn? Ich glaube, ich muss wirklich erstmal den Hüter finden. Nee, Reinhold brauche ich jetzt nicht. Ist ja ganz schön, dass ich mich hier überall verstecken kann, auch so ein bisschen... Wow, nur noch 10. Oh, du kommst hier lang. Okay. Das war gar nicht so geplant. Okay, ich muss den irgendwie finden. Vielleicht ist er auf der anderen Seite. Das Gebiet ist nicht ganz so groß. Ich gehe das jetzt einfach mal ab. Einfach nur, damit ich... ich weiß nicht, damit das... Ich meine, bestehe 3 Prüfungen. Welche 3 Prüfungen? Muss ich einfach nur Viecher jagen oder was? Ich war ja noch nie in so einem Jagdgebiet. Ich muss den Typen erstmal finden. Vielleicht war der auch da oben. Gottes Willen, vielleicht war der auch da. Einer von den Typen. Was war das denn? Eisbullrücken. Wir machen einfach das gleiche, bloß nochmal mit Eis. Er ist ein bisschen kleiner, aber auch. Oder? Der kommt mir ein bisschen kleiner vor. Brutstätte Xi. Habe ich nicht. Doch, ich glaube, der ist fast genauso groß. Ja, scheiße. Nein, bitte nicht, bitte nicht. Die greifen, glaube ich, nicht an, solange ich überbrücke. Wow. Ich will mal gucken, was du so kannst. Okay. Jetzt jagen sie mich.
Okay. Sehr eindrucksvoll. Belassen wir es dabei. Ja, mein lieber Freund, wo bist du denn? Oh Gott, ich will mich eigentlich nicht mit dir anlegen. Oh Gott. Überall diese Truthähne, diese gefährlichen. Gut. Aber es ist auch überall hohes Gras, das ist sehr gut. Fürs Jagdgebiet natürlich. Ja, bestehe genau. Drei. Hier gibt es nichts zu sehen. Bestehe drei Prüfungen. Es muss doch irgendwo stehen, was das sind für drei Prüfungen. In einem beliebigen Jagdgebiet und qualifiziere dich für drei Halbsonnen. Ja. Eine Reihe von Maschinenjagden. Hm. Ja, Leute, ihr versteht schon. Mir wurde jetzt nicht haargenau angesagt, welche Maschinen ich denn jetzt nun jagen soll. Das war bestimmt der... Ich bin schon raus. Der Typ war bestimmt hier oben. Ich bin bestimmt direkt an dem vorbeigelaufen. Weil da stand ja vorhin, ich soll mit dem sprechen erstmal. Und dann kann ich weitermachen. Übrigens habe ich jetzt auch ganz gut wieder Metallscherben erstmal. Damit komme ich erstmal hin. Ja, nee, Leute, der muss... Da oben ist er auch nicht, ne? Der muss da hier sein. Ich bin da direkt an dem vorbeigelaufen. Wollen wir wetten? Ich habe jetzt schon wieder 10 Minuten verballert. Aber der Händler ist es ja nicht. Der Typ wird es sein. Ach, ist das ein Witz? Bin ich blöd? Du kannst wegbleiben. Ich habe keinen Streit mit den Nora. Und ich habe keinen Streit mit dir. Was ist das hier? Dies ist Jagdgebiet. Ich bin der Hüter. Hier gibt es Elementprüfungen für die Aufnahme in die Jägerloge. Jetzt weißt du es und kannst wieder gehen. Warte, was, wenn ich eine dieser Prüfungen ablegen will? Dann muss ich sie dir anbieten. Du bist nicht gerade freundlich, was? Oh, und die Nora schon? Tötet ihr nicht alle Eindringlinge? Und Fremden? Davor hast du also Angst? Hör zu, ich habe mir das nicht ausgesucht. Sie sagten, es sei eine Ehre und haben mich dann so nah am Heiligen Land positioniert. Ich halte mich an das, was ich kenne. Herde und Prüfung. Und hoffe, dass mich kein Nora wegen der roten Raubzüge umbringt. Nur, dass du es weißt. Ich habe nicht vor, dich umzubringen, okay? Schön. Aber ich bleib wachsam. Der ist nicht unfreundlich, der hat einfach nur Schiss. Was sind die Prüfungen? Hier wird das Geschick des Jägers mit unterschiedlicher Munition beim Jagen von Maschinen getestet. Ah, okay. Wenn du meine Prüfung nicht schaffst, solltest du vielleicht eines der leichteren Jagdgebiete aufsuchen. Wie viele Jagdgebiete gibt es? 5 insgesamt. Du wärst ganz bestimmt irgendwo willkommen. Nur nicht hier. Okay, das ist also toll. Wir springen ins kalte Wasser. Wir fangen nicht gerade mit der leichtesten an. Was ist die Jägerloge? Das, wonach es klingt. Ein Ort, an dem Jäger sich treffen, sich Geschichten erzählen und Maschinen jagen. Klingt ja ganz einfach. Einfach? Was weißt du schon? Dass du für jemanden, der keinen Ärger mit Nora will, ganz schön dicht dran bist. Gut. Du willst also unbedingt in die Jägerloge? Verdiene in Jagdgebieten 3 Halbsonnen. Du wirst schon sehen, wie einfach man da klarkommt. Aber besser du als ich, denke ich. In Jägergebieten, hat er gesagt. In mehreren. Fuck. Das heißt, es gibt 5 Jagdgebiete und ich muss 3... Ich muss jetzt über die ganze Karte latschen und in 3 Jagdgebiete... Oh, nee. Da mache ich doch lieber das Banuk-Lager. Dann mache ich zuerst mal hier die Prüfung. Mal gucken, ob ich die hinkriege. Wähl eine Prüfung und leg los. Ich sag dir, wie es geht. Ach so, doch eine Prüfung. Ah, doch. Ich kann doch mehrere. Okay. Schock, Feuer, Eis. Nee. Du weißt, wie es geht. Und wenn nicht, kann ich es dir erklären. Ja. Ich würde sagen, dann arbeiten wir uns von oben durch. Bei diesem Test schießt du mit Feuerpfeilen auf Behälter von Läufern.
Triffst du sie richtig, gibt's einen schönen Knall. Dachte ich mir schon, ich muss was haargenau treffen, das kann ja was werden. Wenn du das möchtest, wähle ein Seil, dann nehme ich die Zeit. Wähle ein Seil. Schießen mit Feuerpfeilen auf Läuferbehälterprüfung am Seil starten. Ah! Und dann geht, also sobald ich da dann runterspringe, geht's los. Das ist so, Startschuss. Ich weiß nicht, ich habe bestimmt sogar noch Zeitdruck. Also 100 pro, ja, guck mal. Jetzt muss ich erstmal gucken. Feuerkampfprüfung. Schieße mit Feuerpfeilen auf Läuferbehälter. Auf mehrere anscheinend. Halbsonnenkiste, Vollsonnen, Glutsonnen, alle Halbsonnen. Also ich muss einfach nur mindestens Bronze erreichen, oder wie habe ich das verstanden? Wie darf ich das verstehen? Ja, Halbsonne, einfach nur Halbsonne brauche ich ja. Also innerhalb von 20 Minuten muss ich das einfach schaffen. Was sind das für Zeitvorgaben? 40 Sekunden, 1 Minute, 20? 20 Minuten. Betäube Bullrücken und entferne die Unterbaubehälter. Wow. Okay. Ich glaube, ich habe erstmal noch die einfachste gewählt. Ja, also wir versuchen das Ganze in 20 Minuten zu schaffen. Und dann wählen wir ja schon mal unsere Feuerpfeile aus. Und dann gucken wir schon mal, wo hier sich Läufer befinden. Das sind ja dann ja wohl die. Ich habe eigentlich keine Lust, gerade vor dem Feuerbullrücken da anzufangen. Aber da hinten ist ja der andere. Ist auch blöd, ne? Ne, den markiere ich nicht. Den sieht man auch so. Den spürt man auch so. Und ich muss die einfach nur die Behälter abschießen. So, ich kann da anfangen oder ich kann hier anfangen. Ich denke mal, ich seil mich hier ab. Und nochmal Läufer. Hier, Läufer. Das muss ich ab... Nee. Den Lorbehälter soll ich abschießen, ne? Ja. Feuer. Gut. Schieße mit Feuer und Läuferbehälter. Ja, das kriegt man. Eigentlich müsste das machbar sein. So, ich kann mich ja schon mal darunter. Oh nee, das war falsch. Dich kann ich noch nicht überbrücken. Kann ich in den Blütenstätten? Ich will dich jetzt nicht überbrücken, ich will einfach nur schießen. Aber das habe ich jetzt falsch gemacht schon mal. Weil jetzt kommt der Feuerbullrücken. Ah, Mist. Mist, habe ich nicht geschafft. Schade. Ach. Ja, das ist ein bisschen schwieriger, als es aussieht. Unter 1,20 schaffe ich auch nicht. Na gut, dann bin ich... Ach, das war's schon. Ach, nee. Okay, ich bin bei Bronze. Bei der Halbsonne. Man braucht halt auch mehr als einen Schuss, ne? Zack. So. Ich hätte nur 2 treffen müssen, das war mir nicht bewusst. Ich dachte, ich muss wirklich 3 treffen. Kümmert euch einfach um eure 4 Sachen. Treffen, 4 von denen treffen, aber auf jeden von dem hinten sind ja 2 Behälter drauf. Ich wusste nicht, ich dachte, ich muss 4 machen, aber na gut.
Ist ein bisschen schade, ich hätte auch die 1,20 schaffen können. Bloß, wenn die einmal aufgewühlt sind, rennen die weg. Aber ich habe die Halbsonde zumindest habe ich erstmal geholt. Also erstmal okay. Wir arbeiten uns langsam vor. Du gewinnst eine Halbsonne beim ersten Versuch. Schön für dich. Na klar, wie kann man die nicht gewinnen? 20 Minuten. Bei dieser Prüfung frierst du Maschinen ein und vernichtest sie dann. Du brauchst Pfeile, Bomben oder Geschosse, die einfrieren, bevor du anfangen kannst. Oh, das habe ich nicht. Die sie abfeuern kann. Ja, wollte ich gerade sagen, das habe ich nicht. Fuck, das wusste ich gar nicht, dass es das gibt. Ich dachte, ich habe eine ganze Menge. Das ist schade. Ach, da habe ich. Ich habe doch diesen, nicht Scharfschussbogen, nicht Jägerpfeil, sondern diesen, weiß nicht mehr, wie er heißt. Ja. Bei dieser Prüfung musst du Brüllrücken mit Schockmunition betäuben und Teile von ihrem Unterbau abschießen. Also los. Oh. Wunderbar. Rutsch ein Seil runter und die Zeit läuft. Schön, dass ich die sowieso schon wütend gemacht habe. Eine Minute, zwei Minuten. So, gut. Hier, ich habe den Seilwerfer sonst noch, ja. Den Kriegsbogen meine ich. Da habe ich momentan nur Schockmunition, weil da habe ich nur den grünen. Ja, also, da gibt es ja natürlich auch noch einen lilanen. Genauso wie mit der Sprengschleuder und so weiter. Ich muss echt langsam mal anfangen, mir sehr seltene Waffen zu kaufen. Ernsthaft. Ich habe sehr früh damit angefangen, aber dann immer weiter nachgelassen. Also so Scharfschussbogen, sehr seltenen, wäre schon gut. Die Schleuder, echt nicht schlecht. Aber hier, also ich glaube Seilwerfer und Kriegsbogen ist am überholtesten. Da muss ich langsam mal dafür arbeiten, dass ich da was mache. Ist auch nicht schlecht, wenn ich den Seilwerfer ein bisschen noch mit nutze dazu. Also hier, ich habe nur den Schockpfeil. Kriegsbogen muss ich echt mal gucken, dass ich mir da mal was kaufe. Hey, warte mal. Du bist doch direkt hier. So, kannst ja mal... Rassler, was ist das denn? Ach so, das ist die Schrotflinte. Ah, es gibt so viele geile Waffen hier. Schattenschleuder hat der nur... Da macht meine andere aber mehr Schaden. Warum machten die so viel Schaden? Achso, jetzt habe ich sie nicht ausgerüstet. Ah! Hier, 100, 500, 900 Kasha Sprengschleuder. Die macht mehr Schaden als die Schattenschleuder. Das kann doch nicht nur an der Modifikation liegen. Na gut, nee, das Lilane brauche ich nicht. Da muss ich mal zu einem anderen Händler später gehen. Das muss ich jetzt auch nicht herstellen. Betäube Bullrücken und entferne die Unterbaubehälter. Prüfung am Seil starten. So. Ja, hier, ja, ein paar haben wir noch. 3, 6, 7. Das hier meinen sie, ne? Den Schluck. Ach nee. Nee. Das soll ich beschädigen. Oder den. Nee, den Schlund nicht. Ich soll den Lohrbehälter machen, ne? Feuer und Abriss. Und das soll ich. Lol. Ich soll die doch einfach nur betäuben. Naja, wir gucken mal. Wir gucken mal. Ich brauche ja eh nur Bronze. Entferne
Bullrückenbehälter. Willst du mich verarschen? Drei? Ich soll die also einfach nur entfernen. Wie ich das mache, ist eigentlich egal. Oh Gott. Hilfe. Lass uns zusammenarbeiten. Ich gehe doch hier drauf. Ich sehe es doch jetzt schon. Nee. Nee. Ich soll den Frachtbord... Was soll ich denn jetzt entfernen? Die Lohrbehälter oder den Frachtbeutel? Einfach nur entferne die Unterbaubehälter. Also dann ja wohl doch Lohr. Fuck. Wie soll ich das denn machen? Da kommt man doch überhaupt nicht ran. Fangen wir endlich an. Ach ja! Wie lang... machst du das denn? Kann man den überhaupt betäuben? Frage ich jetzt mal ganz ehrlich. Ich glaube nicht. Ich gehe mal wieder auf den Zersprengerfall, mal gucken. Bauteil entfernt. Wurde mir jetzt aber nicht angerechnet. Ich verstehe es jetzt nicht so ganz. Vor allen Dingen soll ich drei davon holen. Heilige Mamacita. Oh. 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 Da habe ich nicht aufgepasst. Okay. Okay, tut mir leid. Da habe ich nicht aufgepasst. Ja, Leute. Also das mit dieser Jagdprüfung, ich glaube, das mache ich ein andermal. Sage ich jetzt ganz ehrlich, so wie es ist. Ich glaube, da komme ich mit diesem Bullrücken eh nicht so ganz klar. Erst Prüfung beenden. Ich will sie aber jetzt nicht. Nein. Die muss ich jetzt machen. Kann ich sie nicht abbrechen? Wenn du kein Seil runterrutschst, messe ich die Zeit eben schon ab jetzt. Ja, lassen wir das lieber. Ich schätze, du kannst es noch mal probieren. Gut. Ich möchte jetzt keine Prüfung. Ja, meine lieben Freunde, dann mache ich jetzt doch lieber erstmal das Banuk-Lager. Und ich würde sagen, wir sehen uns dann im nächsten Part. Das mit diesen Jagdprüfungen mache ich da. Ach, das mache ich irgendwann mal später. So, also, bis dann.